Jans und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Ich dachte mir heute mal, wir fangen ein bisschen anders an. Ich habe mir jetzt schon mal einen schnellen Auftrag besorgt von Oxnard nach Barstow. So ein bisschen was zwischendurch, etwas kleineres. Ups. Und diesmal auch mal einen Tankauflieger. Von daher könnte es spannend werden. Den Sitz habe ich schon eingestellt und alles andere auch. Von daher. Let's get this job done. Starten wir den Motor und fahren gleich mal los. Nee. Okay. Let's go. Wieder mal was in der Nacht. Ich weiß, wir waren ja das letzte Mal eigentlich in Santa Maria, glaube ich, angekommen. Da gäbe es auch einen Auftrag nach San Francisco, was ich ja gerne eigentlich mal machen wollte. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe was vergessen. Wenn man den Sitz umstellt, müsste man vielleicht auch die Spiegel neu einstellen. Sonst sieht man ja da gar nichts. So, eben wie gesagt, wir waren jetzt letztes Mal in Santa Maria und von da aus gäbe es eben auch einen Auftrag nach San Francisco, allerdings ist das wirklich ziemlich weit noch. Von daher schauen wir dann beim nächsten Mal, welchen Auftrag wir annehmen, um da vielleicht irgendwie einen Mittelpunkt zu finden. Außerdem sind wir immer noch hier in der 1.50 Beta, also 1.50 Beta unterwegs, deshalb immer noch hier diese kleinen Grafikprobleme oder Missing Textures, besser gesagt. Und ich habe auch ein paar Mods deaktiviert. Wahrscheinlich wäre es am besten, wenn ich alle deaktiviere, um das Spiel so flüssig wie möglich zum Laufen zu bringen. Get ready to turn left. Man sieht, dass jetzt leider immer noch ein paar FPS-Bikes dabei. Müsste ich vielleicht beim nächsten Mal doch machen. Turn left. Ich dachte, wenn ich ein paar Sachen rausnehme, würde es funktionieren. Oder zumindest besser sein, aber wie man sieht, ist das Problem immer noch vorhanden. Das sollte klappen. Oh shit. Hat niemand gesehen. Schnell weiter. Reißverschlussverfahren kennen sie immer noch nicht in Amerika, wie es aussieht. Waren hier wie keine Ahnung was. Und fahren sich gegenseitig in die Karren. Einer nach dem anderen. Der Truck neben uns möchte auch nicht aufgeben. Junge, Junge. Wie gesagt, heute war ein Tanker unterwegs. Einem Sami. Von daher sollte es auch ein bisschen mehr Money geben, weil es eine Gefahrengut ist. Und bald können wir sicher auch schon unseren ersten Truck kaufen, um uns dann ein bisschen mehr selbstständiger zu machen. Jetzt da los? Ein Unfall oder was? Junge! Ein Mustang-Fahrer hier. Einfach raus.
dürfte man 55 fahren, theoretisch. Die Idee hatte ich auch gerade. Weil der wird echt zu langsam. Ich hoffe, es kommt jetzt niemand entgegen. Sonst wird es ein bisschen heikel. Doch, da kommt jemand. Sorry. Aber hat geklappt. Das mit dem Tanker fliegen. Naja. Man muss ja schließlich schauen, wo man hinkommt. Das stimmt, denn die Physik soll ich auch noch ein bisschen umstellen, weil es doch ein bisschen zu intensiv ist. Turn right. Gleich in der nächsten Folge. Ja, wahrscheinlich eben, wie gesagt, alle Mods rausnehmen. Ich dachte, es würde reichen, wenn ich die Traffic Mods rausnehme. Aber leider ist das nicht der Fall. Und ja, es ist leider noch eine Beta, von daher kann man das. Müssen sowieso eigentlich hier gleich. Rechts rum. Wenn es denn geht, das ist die Frage weiter. Ah, nee. Keep right and then exit right. Das sieht schlecht aus. Exit right. Das ist jetzt doof. Die Auffahrt gesperrt. Recomputing. Ein Unfall mit zwei Autos. Müssen wir leider einen Umweg fahren. Keep right and then turn right. Ein Umweg von knapp 100 Meilen, Alter. Doof. Geht leider nicht anders. Mit doch eine etwas längere Tour. Aber rechtzeitig ankommen sollten wir ja doch. Get ready to turn left. Hier waren wir auch schon bei diesem Turn left. Dieser Auffahrt kam mir, glaube ich, von der anderen Seite. Autobahn, um in die andere Richtung zu fahren. Zum Glück war jetzt das doch nicht so ein großer Umweg. Hätte auch anders sein können. Aber das machen wohl bestimmt jetzt ein paar Leute.
Keep left. Ist auch schon wieder was. Truck, der angehalten wurde. Auch so mega eine harte Kurve hier. Lieber ja nicht zu schnell runterfahren. Das war jetzt ein bisschen doof, ne? Diese Umfahrung hier. Exit right. Get ready to turn right. Turn right. Immer diese Stoppschilder. Die regen mich so auf. Zum Glück ist es jetzt kein alter Truck, bei dem man mit der Haarschaltung fahren muss. Sonst wäre es noch nerviger. Aber gut. Wenn wir das halt nötig finden, dann ist es halt so. Hier sind wir auch schon durchgefahren. Kommt mir sehr bekannt vor. Dann sind wir da. Ich glaube, wir transportieren das einfach vom einen Chemie-Produzenten zum anderen. Was auch wieder von Chems zu Chems geht, glaube ich, heißt die Firma. Leider keine Tankstelle, aber wer will auch Chlor bei einer Tankstelle haben? Würde absolut keinen Sinn ergeben. Boah, wie das aussieht. Diese Straßen wieder. Wie eine Achterbahn. Sehr nice. Ich habe auch gesehen, mittlerweile ist die 1.50 für den ETS 2 draußen. Und da wurde ja auch die Schweiz überarbeitet, was für mich als Schweizer natürlich sehr interessant ist. Von daher weiß ich nicht, ob ich da mal wieder einen Blick reinwerfen soll. Allerdings finde ich auch ein bisschen doof, wenn ich da plötzlich zwei Spiele gleichzeitig spiele, die ja ziemlich unendlich sind. Weil andererseits habe ich auch immer noch Cyberpunk offen, wo ich immer noch weit spielen muss. Da sind jetzt dann bald 180 Folgen. Was crazy ist, und ich bin eigentlich noch nie nirgends. Das Phantom Liberty DLC ist auch noch offen. Und dann gibt es noch tausend andere weitere Spiele, die ich eigentlich ja, spielen möchte. Aber eben, keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch irgendwie mal hier 50 Folgen und dann vom ETS 50 Folgen. Mal schauen, irgendwie gleich so. Wir das wie gestaffelt machen. Und von beiden Spielen ein bisschen was mitzunehmen.
Bei der ETS 2 ist ja noch viel riesig mit allen DLCs und ich habe, glaube ich, ja fast alle. Der ATS wird ja auch immer wieder größer, von daher hat man da wirklich sehr viel zu tun in diesen beiden Spielen. Und sind halt wirklich so gesehen auch unendlich. Doch manchmal dann ein bisschen anstrengend werden kann, wenn man nur solche Spiele hat zum Spielen und Let's Playen. California Dreaming. Mal kurz auf die Map schauen. Da hinten wieder, wo wir ihn bei der anderen Firma ungefähr abgeholt haben. Neben dem ersten Trailer hier. Leider ein Blindside, aber sollte ungefähr gehen. Dann wieder auch noch ein kleines Fenster zum Rausschauen. Wäre noch schlau, einen Rückwärtsgang einzulegen. Okay, im unteren Spiel erkenne ich absolut gar nichts. Aber das sieht gut aus. Fenster hilft auch ein bisschen da eigentlich. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu spitz eingewinkelt, ja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach vorne ziehen, das Ganze gerade zu machen. Ansonsten, abgesehen von dieser Umleitung, lief es ganz eigentlich ziemlich gut. Wie bisher jeder Auftrag. Perfekt. Und da wären wir wieder. Sehr schön. Statt, glaube ich, 100 Meilen sind es 147 etwa geworden. Gefahrenklasse 2. Gibt wenigstens 50 LP. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.